Ich heiße Ramona Lenz und ich arbeite bei Medico International und bin jetzt hier auch im Rahmen unseres Moving Europe Projektes, was wir zusammen mit Border Monitoring, FFM und Welcome to Europe machen. Und über Medico läuft auch, oder gemeinsam mit Welcome to Stay, mit dem Kongress und mit dem Network Welcome to Europe machen wir auch, unterstützen wir das City Plaza Hotel in Athen. Und erzähl doch kurz, was Moving Europe, was das ist. Also Moving Europe hat im Oktober letzten Jahres begonnen, als die Balkanroute offiziell noch geöffnet war. Wir unterstützen dort einen Kleinbus, der die Route abgefahren ist und Flüchtlinge, Migrantinnen auf der Route mit Informationen versorgt hat. Da hat sich in der Zeit ein Netzwerk gebildet entlang der ganzen Grenzübergänge, wo Aktivistinnen aktiv sind und Geflüchtete unterstützen und eben permanent Informationen austauschen. Was sie auch machen, was ganz wichtig ist, ist Menschenrechtsmonitoring, also zu sehen, was passiert an diesen Grenzen. Das wird immer wichtiger, je mehr das aus dem Licht der Öffentlichkeit gedrängt wird. Das ist nach wie vor deren Aufgabe. Und inzwischen sind sie, also zum einen unterstützen wir jetzt noch ein Rasthaus in Belgrad, denn nach wie vor kommen Flüchtlinge über die Balkanroute, eben jetzt auf gefährlicheren und inoffiziellen Wegen. Und gleichzeitig ist die Situation in Griechenland nochmal schwieriger geworden, seit Idomeni geräumt wurde, also das Lager an der Grenze zu Mazedonien. Und da ist jetzt der Moving Europe Bus unterwegs und besucht die neuen Lager und schaut sich an, unter welchen Bedingungen die Menschen da jetzt leben müssen. Was glaubst du, was kann aus so einem Kongress hier, Welcome to Stay, was kann daraus entstehen und warum ist wichtig, dass es sowas gibt? Also sehr, sehr wichtig. Auch hier geht es ja um Informationsaustausch, sich auf Stand zu bringen, zu vernetzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wir haben ja im letzten Sommer gesehen, was eine Bewegung von vielen Menschen ausmachen kann. Niemand hätte gedacht, dass das Grenzregime dermaßen in den Grundfesten erschüttert werden kann. Und das geht eben nur gemeinsam. Und da sind die Migrantinnen und Geflüchteten, glaube ich, ein Vorbild. Die haben das geschafft. Und sowas hier ist eine Gelegenheit, sich eben so zu vernetzen, zu vielen zu werden und einen politischen Protest gemeinsam zu formulieren.